heißt Alex Haug. Heute möchte ich zeigen, verloren geglaubte Dateien wieder einbinden kann. Eins ist klar, die Datei muss auf jeden Fall irgendwo bei euch auf einem Rechner oder auf einer externen Festplatte zu finden sein. Herzaubern kann man sie nicht, aber es kann natürlich passieren, dass man irgendwo auch nach einem Backup oder sonst irgendwie eine Videodatei woanders abgespeichert hat. Oder vielleicht gelöscht und nur noch im Backup vorhanden ist. Egal wie, es ist ärgerlich, ihr findet die Verknüpfung nicht. Premiere findet die Verknüpfung nicht, ihr seht rot und wollt die Datei zuweisen, wisst nicht, wie es geht. Ich zeige es euch jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten. Jetzt, seit es das El Capitan gibt, gibt es ein kleines Problem, wenn man Premiere neu öffnet. Dazu muss ich das hier schließen. Wenn Premiere CS6 neu lädt und Dateien fehlen, dann kommt dieses schöne Fenster zum Vorschein. Und früher war es so, dass eben im oberen Bereich hier die fehlende Datei angezeigt wurde. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, man weiß eigentlich nicht mehr, was man sucht. So, hier gibt es dann die verschiedenen MOV-Dateien oder sonst MP4-Dateien, die möglich sind, aber man weiß eben nicht, nach welcher Datei man sucht. Jetzt gibt es hier ein schönes Häkchen, das kann man setzen, das muss man auch erst finden vor lauter Schock. Da wird einem dann angezeigt, welche Datei vom Namen her passen könnte. Das ist jetzt hier so der Fall, hier wird eine angezeigt, die klicke ich an, öffne die und dann übernimmt er die. Bin ich froh. Jetzt gibt es noch eine zweite Datei, die finde ich jetzt nicht. Überspringe ich das und ich zeige euch eine zweite Variante, wie ihr die wieder zuweisen könnt. Hier seht ihr jetzt, die eine Datei ist wieder vorhanden, aber diese 5D3.0014 ist noch nicht da. Jetzt habe ich hier im Projektfenster die Möglichkeit, die Datei rauszusuchen. Vom Namen her, also ich weiß schon mal, wie sie heißt und sie ist auch gekennzeichnet durch dieses Fragezeichen hier. Wenn ich jetzt mit Rechtsklick auf Filmmaterial ersetzen gehe, dann wird mir wieder so ein Fenster angezeigt. Diesmal kann ich zwar nicht auswählen, welches die Datei ist, also diese wie vorher, aber ich kann natürlich suchen nach dem Namen der Datei, weil ich ja weiß, was gesucht wird. 0014. Und dann habe ich die Datei, kann sie auch öffnen. Und somit funktioniert es wieder. Ich habe die Tonspur und die Videospur. Ich hoffe, ich habe euch damit helfen können. Ich freue mich auf Kommentare und über einen Daumen hoch und wünsche euch noch viel Spaß mit der CS6-Version. One of the best studio drummers worldwide.